Meine Damen und Herren, es gibt keinen Zweifel, dass der Klimawandel, die Erderwärmung im Wesentlichen von Menschen gemacht ist. Und deshalb müssen wir dem Ratschlag der Wissenschaft folgen. Es ist eine globale Herausforderung, die nur gemeinsam bewältigt werden kann, denn wir haben alle nur eine Erde. Der Maßstab für unser Handeln muss das Pariser Abkommen sein, das den Rahmen setzt, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Die Industriestaaten sind die Verursacher dieser Erderwärmung, wie wir sie heute sehen. Die Entwicklungsländer sind die Hauptleidtragenden. Und deshalb haben wir als Vertreter der Industrieländer die Pflicht, Innovation, Technologie und Geld einzusetzen, um die Wege zu ebnen, um die Erderwärmung zu stoppen. International werden wir unsere Mittel für den weltweiten Klimaschutz von 2 auf 4 Milliarden Euro erhöhen im Verhältnis zu 2014. Insbesondere werden wir 1,5 Milliarden in den Green Climate Fund einzahlen. Wir setzen uns ein für Klimarisikoversicherungen und wir sind seit Jahrzehnten aktiv und werden dies fortsetzen im Bereich des Waldschutzes.